Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank aus einem Wohnmobil, also ein Mercedes Sprinterbus. Der wurde ausgebaut und nachher verkauft und der neue Besitzer jammert, dieser Kühlschrank braucht ihm in einer Nacht eine 100 Amperestunden Batterie leer. Dann sage ich, ja, kann nicht sein. 5 Tage. Nicht ganz. Aber er kam vorbei, dieser Kühlschrank war in seinem Wohnmobil eingebaut. Hat er ausgebaut und dann schaue ich hier hinten. Dieser Kühlschrank hat ein 220 Volt Kabel drin ohne Stecker, aber das ist ein 220, 230 Volt, ich bin noch ein altes Datum, 230 Volt. Der läuft dann über den Wechselrichter. Ja gut, dann läuft er ja nur noch 2 Tage. Der Kühlschrank war komplett eingebaut. Also hier war ein Holzbrett drauf und hier war ein Holzbrett und oben auch eins. Und dieser Kühlschrank, also alle Kühlschränke kühlen nicht, die machen nur weniger warm. Also das heißt, sie nehmen die Wärme von innen nach draußen und geben die dann außen irgendwo ab. Durch das wird es im Kühlschrank weniger warm. Und diese Wärme wird hier auf der Seite abgegeben. Wenn ich natürlich hier ein Holzbrett draufklatsche, auf diese Seite, das ist eine schöne Seite, hier drauf, dann kühlt dieser Kühlschrank nicht mehr. Das heißt, er bringt die Wärme nicht weg, die er abtransportieren muss. Und durch das läuft er immer und länger und immer und die Wärme drückt sie in den Kühlschrank rein und er läuft sich zu Tode. Und klar braucht der Mann in einem halben Tag eine 100 Amperestunden Batterie. Also ja, das Vernünftigste ist einen vernünftigen Kompressor. Wir können jetzt hier so ein BD35 reinsetzen, das ist R134A. Ist im Haushaltssektor, weil das ein haushaltsdesigntes Gerät ist, verboten. Seit 2015, mit noch ein bisschen Übergangsfrist, dürfen keine Kältemittel mehr in Haushaltsgeräten eingesetzt werden, die ein GWP haben über 150. Also muss ich hier auf ein natürliches Kältemittel gehen. Das heißt, ich brauche auch einen anderen Kompressor. Hier ist jetzt der BD50K. Dieser Kompressor läuft mit 12 Volt und dem Kältemittel R600A, das Kältemittel, was draußen ist. Ja gut, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, wir können ja hier das Kältemittel abschneiden, können das Kältemittel einfüllen. Wir können ja hier 134A reinmachen. Reinmachen ist kein Problem. Gesetzlich verboten, weil auch wenn der Kühlschrank in einem Wohnmobil steht, es ist ein haushaltsdesignter Kühlschrank. Er sieht aus wie ein haushaltsdesignter Kühlschrank und ist ein haushaltsdesignter Kühlschrank. Das hat nichts damit zu tun, mit was für Spannung das er läuft. Zweitens, hier in diesem Kompressor ist ein Mineralöl drin. Der Kompressor lief, der lief. Jeder Kompressor hat mal gelaufen beim Probelauf, beim Füllen vom Kühlsystem. Der fördert Öl hier durch diese Leitung rundherum und das Öl verteilt sich im System. Also wenn ich jetzt den Kompressor rausnehme, habe ich immer noch Mineralöl im Kühlsystem drin. Jetzt baue ich einen R134A-Kompressor drin. Der braucht Esteröl, also synthetisches Öl, weil das Mineralöl und das R134A bilden eine Säure und die greifen Buntmetalle. Buntmetalle sind Aluminium und Kupferwicklungen hier im Motor drin. Ja, geht eine gewisse Zeit, ist das okay. Aber es ist einfach nicht sauber. Also muss ich hier einen R600A-Kompressor reinmachen. Zweitens kommt es dazu, wenn ich einfach das Kältemittel ändere, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel
290 reinfüllen. Das ist auch ein natürliches Kältemittel, aber das hat andere Druckverhältnisse, andere geometrische Fördervolumen, also Volumen, und durch das muss sich das Kapillarrohr, das ist das hier drin, das wird dann, ist dann eingeschränkt, muss sich das ersetzen, könnt ihr vergessen hier bei dem Kühlschrank. Wenn ich ein offenes System habe, kann ich drüber reden, dass ich das Kapillarrohr in der Länge ändere, dass ich ein Stück anhänge, beziehungsweise ein Stück abschneide, und da ist nichts da zum Abschneiden, oder ich muss das ganze Kapillarrohr gegen anderen Durchmesser austauschen. Punkt. Ist hier bei diesem Schrank nicht möglich. Das Einfachste ist wirklich, wenn R600A drin ist, das steht hier auf dem Tippenschild. Da steht hier auf dem Kompressor, R600A. Und natürlich steht das auch hier irgendwo theoretisch beim Kältemittel R600A, und dann steht hier noch 40 Gramm dahinter, also das ist die Füllmenge von diesem Kältemittel. Neben diesem Kompressor wechseln muss ich die Wärme dann irgendwo abführen, weil hier links und rechts ist ein Holzbrett drauf. Da muss ich solch einen Wärmetauscher hinten einbauen, das hat hier, kriegen wir noch hin, hat Platz, und ein Lüfter, der dann die Luft hier aus dem Wärmetauscher rauszieht. Und hier hinten wurde dann ein Gitter montiert am Wohnmobil. Hier habe ich Platz, um die Wärme abzuführen. Gegen außen das abzukapseln, so ist der Kompressor praktisch draußen. Warum dieser Aufwand, diesen Kühlschrank jetzt umzubauen und nicht einfach einen neuen montieren? Der Kühlschrank hat eine Breite von 47 cm. Tiefe könnte man ein bisschen drüber reden. In der Höhe kann man oben Leiste machen oder sowas oder unten Sockel. Es gibt nichts Vernünftiges, keinen vernünftigen Kühlschrank, der dieses Maß hat, der dann noch transportfähig ist. Also wir sind dann schon wieder am Umbauen. Hier mache ich euch ein Video, Gaskühlschrank, warum Gaskühlschrank gegen Kompressorkühlschrank. Und hier unten auch ein Video über den 230 Volt Haushaltskühlschrank im Wohnmobil. Und hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, wenn ihr mehr über Kühlschränke erfahren wollt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.